I'm in the 14 carats, I'm 14 carat, doing it up like Midas. Now you say I got a touch, so good, so good, make you never wanna leave, so don't, so don't. Gonna wear that dress you like, skin tight, do my hair up real, real nice, and syncopate my skin to your heart beating. Cause I just wanna look good for ya, I just wanna look good for ya, Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. You still look good for ya, Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt's mal wieder von mir ein Make-up-Tutorial. Und zwar dachte ich mal, werde ich euch mal heute einen Star-Look wieder nachschminken. Ist schon sehr, sehr lange her, dass ich euch mal einen Star-Look nachgeschminkt habe. Und zwar habe ich mich heute inspirieren lassen von der lieben Selena Gomez. Ich höre momentan das ganz neue Lied von ihr die ganze Zeit. Es läuft auf und ab und zwar Good For You. Und ich habe mir letztens ihr Video angesehen und ich dachte mir, hey, weißt du was? Du schminkst mal wieder einen Look. Und zwar ist es diesmal die liebe Selena Gomez. Ich habe euch das Video von ihr unten in der Infobox verlinkt. Dann könnt ihr euch mal ihr Video ansehen und das Make-up. Also ich finde es sehr, sehr schön. Vor allem arbeiten wir heute mit Farben, aber es wird dennoch dezent sein, obwohl wir heute Smoky Eyes machen. Wir arbeiten heute mit Grau und Schwarz und die Lippen werden leicht beerig sein. Dieser Look ist super, auch für den Alltag, auch wenn wir Smoky Eyes machen. Aber das Besondere ist, wir müssen nicht wirklich präzise arbeiten, sondern ein bisschen messy kann es aussehen. Und bevor ich jetzt großartig rumbabble, geht das auch schon ab zum Tutorial. Wir fangen natürlich wie gewohnt an mit dem Eye Primer und zwar werden wir das Augenlid damit primen bis oben hin zu den Augenbrauen. Und zwar verwende ich den Eye Primer von Kiko, also ich bin damit sehr zufrieden und ich weiß nicht, es muss nicht immer teuer sein. Jetzt machen wir weiter mit einer Palette von Zoe Eva, unser Rose Gold. Ich entnehme den Lidschatten Copper is King und werde diesen Lidschatten über die Lidfalte setzen. Auf mein bewegliches Augenlid kommt jetzt der zweite Lidschatten und zwar ist es so ein Taupe in der Farbe Harmony, auch aus der Zoe Eva Palette und wir werden es, wie gesagt, aufs bewegliche Augenlid auftragen, jedoch nicht über unsere Lidfalte. Ganz wichtig, nochmal alles schön verblenden. So, jetzt kommt mein Two-Timer von NYX und zwar nehme ich die Seite mit dem Kohlkajal und wir werden die Wasserlinie damit ausmalen, den unteren Wimpernkranz und am äußeren V nochmal Akzente setzen. Mit einem schwarzen Lidschatten von Benidora werde ich das Ganze immer schön verwischen. Das Gute bei dem Augen-Make-up ist, es muss wie gesagt nicht präzise aussehen. Es kann so ein bisschen messy aussehen, weil die Selena Gomez das ein bisschen messy trägt in dem Video. Deshalb machen wir das jetzt auch. Wir haben gerade mit einem ganz dünnen Pinsel gearbeitet, aber jetzt nehmen wir einen Blenderpinsel und werden die ganzen Lidschatten miteinander verwischen bzw. verblenden. Ich nehme jetzt einen Concealer von Maybelline und zwar nehme ich eins, das leichter abdeckt und wir tragen es unter den Augen auf und etwas
um unser Augen-Make-up herum. Das Ganze wird dann nochmal schön verarbeitet mit einem Pinsel. Ich nehme wieder meinen Two-Timer und wir werden nochmal den Eyeliner ziehen. Und ich weiß nicht, also ich kann irgendwie kein Augen-Make-up haben ohne Eyeliner. Und das gehört einfach bei mir dazu, deshalb machen wir das jetzt auch. Selena Gomez trägt einen sehr, sehr zarten Blush. Und ich werde aus meiner Chroma-Palette auch ein zartes Rosa nehmen und wir werden es auf die Wangen auftragen. Ich trage noch von meinem Blush noch auf meinem Augen-Make-up auf, damit es auch wirklich harmoniert. Und erst dann werde ich meine Wimpern tuschen, und zwar mein Roller Lash von Benefit. Die unteren Wimpern dürfen wir natürlich nicht vergessen, weil das gehört auch auf jeden Fall dazu. Und zu guter Letzt jetzt mein Lipgloss, und zwar ein bärtiger Ton wie die Selena Gomez in der Farbe Eclair von NYX. Es ist ein Lipgloss, was auch etwas leichter wird später. Und fertig wären wir auch schon mit dem Make-up-Look. Es ist ganz, ganz einfach und schnell gemacht. Auch super für den Alltag, wie gesagt. Ja, ihr Süßen, das war's auch schon von mir und meinem Make-up-Tutorial. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, schaut euch mal das Video unten in der Infobox an. Ich habe es euch verlinkt. Und ja, was soll ich noch sagen? Danke schon mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Eure Soraya. Tschüss.